Begleiter ist geflohen. Ja, 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 die, Alter, der Feuerball, ne, der ist so imbar. Einfach wumm, tot. Okay. Alpha Frost Creature. Hat jetzt aber nicht wirklich mehr Schaden gemacht. Hat nur mehr ausgehalten. What the fuck? Euer Begleiter ist schwer verletzt. Nicht nur der. Aber macht euch ruhig so. Ich will nicht schießen, ich will rennen. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Stirb, 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 stirb. Du brauchst kein Mana, du brauchst einfach nur ein bisschen Skill, Junge. What the fuck, was ist das? What the fuck? Stirb! Stirb! Draufhauen, einmal draufhauen, einmal draufhauen! Boah, krass. Also, die Bosskämpfe sind echt geil, muss ich aber mal sagen. Aua! Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist geflohen. Naja, kann ruhig fliehen. Weil das Schöne ist ja, der Begleiter flieht immer genau in die Feinde und kämpft dann weiter. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber es ist lustig. Ich weiß auch nicht, ob das geplant ist, aber es ist lustig. So. Im Krieg ist alles erlaubt, meine lieben Freunde. Ich bin nicht feige, ich bin strategisch. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck is going on with you? So, tot. Oh. Aber wir brechen hier echt gut durch. Ich brauche mehr Mana. Ich muss ab und zu mal ein bisschen auf die Tränke achten, dass da nicht. Das ist der Königseisgen. Ich brauche mehr Mana. Euer Begleiter ist geflohen. Ich habe wenig Mana. So, stirb. Euer Begleiter ist verwundet. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah an dem König, in dem Eisgel stehen bleibe, weil das macht Nahkampfschaden. Ich muss echt mit meinem Leben aufpassen. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Ich habe wenig Mana. Alter, es ist so sinnlos. Weißt du, mein Begleiter? Ich habe wenig Mana. Euer Begleiter ist geflohen. Mein Begleiter hält sich ständig auf. Und es heißt aber, mein Begleiter ist schwer verletzt. Gut, ist ja logisch, weil er ist ja in einem kurzen Moment schwer verletzt. Bei mir, meine Mana-Vorräte sind unendlich, ne? Aber es steht trotzdem immer noch Mana, Mana, Mana. Ich brauche mehr Mana. Das war verdammt close. Ich habe wenig Mana. Identifizierungsschriftrolle gefunden. Ich habe wenig Mana. Stirb! Tot. Also der Feuerball ist echt geil bei den Fledermäusen, weil der One-Shot die alle. Und für den Rest kann ich immer noch meine Imba zurückdrängen Schüsse nehmen. Das ist alles kein Problem. Hier sind wir jetzt anscheinend fertig. Alter, ich will nicht den Bosskampf in der Höhle hier haben, ohne Spaß. Wir kommen ja kaum gegen normalen Monster an. Geschweige denn mit den Bossen, da hat man gerade echte Probleme. Ich will nicht den richtigen Bosskampf sehen. Es gibt gar keinen richtigen Bosskampf. Wir können raus aus der Höhle, das wird da angezeigt. Ach so, na gut. Ach, weil es die Questhöhle ist, deswegen nicht. Deswegen gibt es auch keinen Bosskampf. Weil es einfach nur eine Beschaffungsquest ist. Ich verstehe. Stopp.
Hier geht's lang. Also ich benutze vor allem die ersten drei Skills immer, ist mir aufgefallen. Vielleicht den vierten noch mit, aber die fünften, sechsten immer nicht so. Deswegen überlege ich gerade so ein bisschen, wie ich mir die Skills lege. Ich glaube eher, dass ich mir... Der Fesselschuss ist praktisch, wenn man große Viecher von sich fernhalten will. Der Schattenschuss allerdings auch, muss ich einfach mal gestehen, genau wie das. Ist schon gut so. Ich würde mir aber den Nether-Kobold noch hier drauf legen. Und den Eisschuss dahin. Weil der... Ne, was denn? Ich will mir den Eisschuss dahin. Weil der Nether-Kobold doch auch recht praktisch ist. Weil der ja einfach mal ein zweiter Gefährte ist, der uns da mithilft. Und verteile Fertigkeitspunkte. Ich muss mal frische Luft dabei zulassen. Ach, der Ofen, aber es ist echt stickig hier drin. Wir können skillen. Oh, wir können wieder mal den Schnellfeuer skillen. Das ist ja geil. Schon lange nicht mehr gemacht. Waffenschaden und Zurückstoßen wird krasser. Weniger Rüstung gegen... Und auch mein Begleiter kriegt weiter sein One-Shot-Potenzial hier. Das ist ja kein Problem. Kann der auf kritisch Treffer? Trefferprozent... Kritische Treffer. Ich würde die kritischen Treffer dann noch ein bisschen, damit der vielleicht ein paar Krits macht mehr. Yo, yo, yo. Was geht bei dir? Diese Aufzeichnungen scheinen unvollständig zu sein. Es gibt viele Lücken, aber wir füllen, was die wir füllen müssen. Hattet ihr schon Gelegenheit, nach weiteren Texten zu suchen? Hatte ich doch gemacht. Angelegt und Spannkurbelarmbrust demoliert. 13 Körperschaden. Rüstung... Schwarzpulverpistole ist aber doppelt schüssig, deswegen lasse ich die mal. Viehwürgeband. Das ist geil. Hä? Anscheinend haben wir nicht alle Texte gefunden. Dann müssen wir noch mal schauen. Wir haben sich bestimmt einige vom Kopf geklatscht haben und gesagt haben, bist du dumm, Junge. Irgendwo habe ich was übersehen. Ich frage mich nur, wo. Goldsack haben wir aufgemacht. Da ist also nichts drin. Hier ist auch nirgendwo etwas. Ah, guck mal hier hinten. Ach, hier gibt's doch einen Boss. Ich bin nur falsch gelaufen. Alles klar. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Ich komm nicht durch, ich komm nicht durch. Was? Was war das? Was war das? Kranker Schneebeißer. Euer Begleiter ist what the fuck. Begleiter ist schwer verletzt. Schneebeißer. Ich, wie gesagt, klopp doch noch mehr drauf. Euer Begleiter flieht. Was? Ich hab einen Heiltrank. Ich bin verwundet. Ihr seid tot. Ich hatte einen Heiltrank genommen. Wie viele Gegner waren das bitte? 5 Trillionen Gegner. Drauf. Komm, wir nehmen uns ein gutes Spiel, einen Spieler und packen 5 Trillionen Monster auf ihn. Yeah! Ich bin nicht angepisst, ich bin nur schockiert, dass ich es nicht geschafft habe. Ich finde das Spiel an sich eigentlich sehr ausbalanciert, muss ich gestehen. Auch wenn es manchmal nicht den Eindruck macht, aber man flucht ja gerne, wenn man stirbt. Und der beste Spieler bin ich jetzt auch nicht, was sowas angeht. Oh, okay. Gestorben. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, wir können nicht mehr tragen. Dann wollen wir mal gucken. Weg damit. Weg damit. Brauche ich doch nicht mehr. Körpergesundheitsschaden zurückgeworfen.
Nee, nee. Waffen sowieso momentan nicht. Also weg, 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 weg. Den behalte ich hier. Den könnte ich sogar ausrüsten, weil wir ja doch eine Menge Eisschaden bekommen. So, hier noch ein bisschen Eis. Alter, jetzt haben wir 92 Eispanzer, das ist schon krass. Messingband Feldschlange. Hart. Okay, das packen wir mal alles hier hoch. Das will ich noch später benutzen. Wo habe ich denn jetzt? Oh, das habe ich. Oh, das habe ich den da reingepackt. Scheiße. So, komm da hier. Komm, das ist. Egal, weg damit. Giftpanzer, Halskette brauche ich jetzt nicht. Oder? Ne, ist nicht so gut. Stopp. Und B, die Katze soll mal in die Stadt. Der Begleiter ist fortgegangen. So, Goblin-Sack. Haben wir ein bisschen Gold bekommen. Esterianer noch irgendwas. Eishuf hier unten. Okay. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Der Begleiter ist weg. Das heißt, ich mache weniger Schaden. Wesentlich weniger Schaden. Ich mache weniger Schaden. Komme ich an den Imitator und der killt mich einfach One-Shot? Warum nicht? Da haben wir noch einen Begleiter. Ich müsste nur mal ansetzen. Ich weiß, ich benutze meine Skills nicht richtig. Ich bin... Mit zu viel Skills bin ich überfordert, muss ich gestehen. Du bist voll schlecht. Ja, okay. Nee, ist richtig hier. Okay, wir waren hier, wir waren hier, wir waren hier. Ich beschwöre jetzt schon mal. So, auch die sind alle tot. Okay. Wow, ich habe... Wenn ich die Dinger sehe, kriege ich immer übelstes... Ich habe wenig Mana. So. Stirb, Schützerkolas. Okay, Begleiter ist zurück mit einer Menge. Oh. Begleiter ist zurück mit einer Menge Kohle. Da haben wir einen Glutstein noch gefunden. Sag ich nicht nein zu. Hier kommen One-Shot-Partner. Go, 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 go. Los geht's. Whoa. Mist daneben. Nö, der Goblin-Schützer ist, glaube ich, reingerannt. Warum nicht? Wenn ich einen riesengroßen Ver- Oh, what the fuck? What the fuck? Ja, also ich renne auch prinzipiell. Oh, stirb. Sind das zwei? Sterb doch einfach! Ich habe wenig Mana. Warum nicht? So, okay. Ich würde gerne Level 20 kommen, bevor wir gegen den Boss kämpfen. Das würde mir eine Menge Selbstvertrauen geben. Und ich hoffe, der Boss ist langsam, sonst treffen wir nie unsere Zauber. Also ich treffe nie meine Zauber. Ihr würdet die bestimmt alle treffen. Nee, Moment, ich muss hier lang. Ah, okay. Go. Ich hab das Vieh gar nicht gesehen, hab schon angegriffen, nicht schlecht. Gut.
Der hat doch eine Reichweite mit seinen Spells. Euer Begleiter ist verwundet. War er noch reingerannt? Der Begleiter ist schwer verletzt. What the... Aufschlussreiche Aufzeichnungen. Othraks Herz ist verdorben und es könnte für mich sogar gefährlicher sein als der Glutstein. Ich habe ein Werkzeug in Form eines Stabes entworfen und hergestellt, mit dem ich das Herz kontrollieren und führen kann. Doch das reicht nicht. Die verdorbene Energie, die das Herz freisetzt, könnten körperliche und geistige Verunstaltungen hervorrufen, selbst bei flüchtigem Kontakt. Daher muss ich eine glutsteinresistente Rüstung konstruieren, die mich gegen die schlimmsten Auswirkungen abschirmt. Okay, und da liegen drei Gegenstände. Wir dürfen natürlich nur einen mitnehmen. Ergibt Sinn. 110 pro Schaden, sehr hohes Angriffstempo, körperlicher Schaden, Körperschaden, Rüstung pro Treffer 5 verringert und 2 schnellerer Angriff. Erfordert Level 19, ist geil. 5 Mana bei Treffer gestohlen, zurückstoßen, Bonus bei kritischen Treffer. Gesundheit bei Treffer gestohlen. Achso, nee, können wir noch nicht nehmen. Aber... Nee, hä? Das war's hier, oder? Ja. Wir haben also doch keinen Bossgegner. Ich dachte, wir haben eventuell einen Bossgegner. Ach nee, warte mal, hier geht's ja noch weiter. Nur nicht den Tag vor dem Abendwurm. Es geht noch weiter. Das mit meinem Leben war jetzt echt close, habe ich gar nicht gemerkt sofort. Hier ist soweit nichts. Bevor ich aber da runtergehe, will ich mal gucken, was hier war.